herzlich willkommen auf Susis Cooking Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Bei mir gibt es heute Marzipan. Ich möchte euch heute zeigen, wie schnell und einfach man richtig gutes Marzipan herstellen kann. Jetzt kommt die Backzeit, Weihnachten, man backt wieder mehr und Marzipan, jawohl, ich glaube Marzipan geht eigentlich immer zu jeder Jahreszeit. Wir brauchen gar nicht viel dazu, wir brauchen Mandeln, ganz normale Mandeln. Wir brauchen Zucker, ein paar Tropfen Bittermandelaroma, Rosenwasser, wer das mag, ich mag es persönlich nicht. Ihr könnt es ersetzen durch normales Wasser, ich ersetze es durch Amaretto. Und das wäre es eigentlich schon. Die meiste Arbeit machen jetzt momentan die Mandeln. Mein Wasser hat gerade gekocht. Wir müssen jetzt quasi die Mandeln mit kochendem Wasser überbrühen. Lassen die jetzt einige Minuten stehen und pullen die dann von der Haut raus, dass die geschält sind. Ich war jetzt auch schon so gescheit und habe mir dann Mandelblättchen gekauft, weil ich ja dachte, die sind ja schon geschält, das geht genauso. Nein, das geht nicht genauso. Also es sollten wirklich richtige Mandeln sein, noch nicht geschält. Die überbrühen wir kurz, drücken sie uns aus der Schale raus und trocknen sie dann wieder richtig ab. Wenn ihr Zeit habt und es pressiert euch nicht, dann könnt ihr die bis morgen liegen lassen. Ich werde es jetzt dann mit einem sauberen Tuch schön trocken machen, wenn ich sie rausbubbelt habe. Und dann machen wir weiter zusammen. Wie gesagt, ich lasse jetzt mal so 3 Minuten ungefähr und dann löst sich die Schale schon und lässt sich richtig schön rausschnipsen. Meine Mandeln sind gehäutet und getrocknet. Die wollten heute überhaupt nicht, also das war halt fast Strafarbeit. Ich mache das wieder, mir ist das dann auch eingefallen. Ich habe die letztes Jahr in kochendes Wasser geschmissen und habe die 3 Minuten noch kochen lassen. Und dann ist es wesentlich einfacher gegangen. Ich habe es zwar jetzt runtergebracht, aber es war nicht lustig. Wir machen weiter. Wir geben, als erstes kommt unsere 160 Gramm Zucker im Mixtopf. Und werden für 10 Sekunden auf der Stufe 10 zu Puderzucker gemahlen. Den Puderzucker füllen wir uns jetzt um. Klebt noch ein bisschen am Rand. Ich habe nämlich gerade was gekocht damit. Ganz sauber muss er ja nicht werden. Dann geben wir die Mandeln dazu. Auch die Mandeln mahlen wir jetzt 10 Sekunden auf der Stufe 10. Unsere Mandeln sind schön fein, schön klein. Da kommt jetzt der Puderzucker wieder mit dazu. Dann kommen 10 Tropfen Bittermandelaroma dazu. Und entweder 20 Gramm Rosenwasser, 20 Gramm Wasser normal oder wie bei mir 20 Gramm Amaretto.
Und jetzt vermischen wir das Ganze nochmal 10 Sekunden auf der Stufe 9. Die 10 Sekunden auf der Stufe 9 sind jetzt auch vorbei. Jetzt kippen wir uns den Marzipan raus. Klebt ein bisschen da unten. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wasser dazugegeben. Mir war die Marzipanmasse, war mir noch zu ein bisschen trocken. So vielleicht 5 Gramm sollen es 10 gewesen sein. Schaut da ruhig oben mal ein bisschen durch die Öffnung, stoppt, wenn wirklich, schiebt es nochmal runter. So, da könnt ihr, seht ihr, ja. Dann nehmen wir das und verkneten das noch ein bisschen. Wenn ihr das jetzt riechen könntet. So, schaut mal her. Ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt so nimmt. Oh, ein Traum von Marzipan, ehrlich. Ich brauche es jetzt nicht zum Verpacken. Ich werde mir jetzt kleine Kugeln machen und werde es in Schokolade wälzen. In Kakao. Zu dem Kakao möchte ich sagen, wenn ihr noch keinen gefunden habt, der euch richtig gut schmeckt, holt euch den von Alnatura. Der Alnatura Kakao ist ein Traum. Endlich ein Kakao, der wirklich schokoladig schmeckt, nicht bitter, nicht künstlich, der ist toll. Das ist ein richtig guter Kakao. Ich habe den auch auf empfohlen bekommen und wirklich, also in heiße Schokolade, für heiße Schokolade, der ist spitze. Wie gesagt, ich mache jetzt so kleine Marzipankartoffeln damit. Ihr könnt das Marzipan verwenden für alles, wo man Marzipan braucht. Wickelt es in Frischhaltefolie, gibt es im Kühlschrank, da hält sich das auch ein bisschen. Ja, würde mich freuen. Vielleicht ist für den einen oder anderen die Anregung, auch jetzt in der Weihnachtszeit mal sein Marzipan selber zu machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und sage für euch bis zum nächsten Mal.